Militärische Amnestie für Normandy-Techniker. Die Techniker Gabriella Daniels und Ken Donnelly sind auf der Citadel in Haft, weil sie für Cerberus gearbeitet haben. Oh gut, ich wusste gar nicht, ob die überhaupt überlebt haben. Ich hatte befürchtet, dass die in der Kollektorenstation draufgegangen sind. Daniels und Donnelly haben sich friedlich ergeben, bevor die Normandy von der Allianz requiriert wurde und beharren darauf, sie hätten lediglich die Kollektoren und die Reaper bekämpfen wollen und unterhielten sonst keine Verbindungen zu der Terrororganisation. Ein Spectre-Befehl könnte Daniels und Donnelly volle Amnestie gewähren und sie an Bord der Normandy wieder in den aktiven Dienst nehmen. Oh ja, bitte. Einmal autorisieren und damit haben wir die beiden wieder mit an Bord. Überwachung der Hanar-Botschaft. Spectre-Zugangscodes können Datenschutzeinstellungen umgehen und auf die Finanz-, Transit- und persönlichen Daten aller Angestellten der Hanar-Botschaft zugreifen. Um das Auslösen von Überwachungsgegenmaßnahmen zu vermeiden, müssen die Daten direkt auf der Site aufgerufen werden. Navi-Punkte von Konsolen oder Zugangspunkten mit relevanten Daten werden auf dem Universalwerkzeug des Spectre markiert. Okay, los geht's. Shepard, ich gehe die Sicherheitsberichte durch. Können Sie die Übertragung der Hanar-Botschaft überprüfen? Wird gemacht. Baus Plan ist gut. Die Hanar sind berechenbar. Alles Merkwürdige in Ihrem Terminal sollte unsere Liste von Verdächtigen eingrenzen. Okay. Sie akzeptieren Bau also? Absolut. Er ist ein guter Spectre. Die Galaxie braucht mehr wie ihn. Und der Umstand, dass er Sie verhaften will? Naja, niemand ist perfekt. Ich mag Kasumi. Ich meine, letztendlich, sie ist eine Diebin, ne? Natürlich wird sie dann auch mal gejagt und ich finde es aber schön, dass sie es auch akzeptiert. Wenn ich mich recht entsinne, ist das ein Quest, das irgendwie ein bisschen buggy war, glaube ich. Dass man... Ich weiß leider nicht mehr, was man machen muss, so genau bei dem Quest, aber ich glaube, man kann das so verkacken, dass man es nicht mehr beenden kann. Wir schauen uns hier mal um. Ich bin der Meinung, dass man hier schon irgendwas tun musste. Ich weiß es aber nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Ah, hier, Terminal. Das sieht doch gut aus. Bau, ich habe mögliche Treffer. Bei Bolon gibt es seltsame Geldanweisungen und Olun versendet sehr viele Daten. Bolon ist sauber. Die Geldanweisungen gehen an seine Geliebte. Bei Olun bin ich nicht sicher. Ich sehe mir seine Vita an. Ich überprüfe Oluns persönliche Unterlagen und seine letzten Nachrichten. Darf ich anmerken, dass es für einen Hanar höchst ungewöhnlich ist, eine Geliebte zu haben? Wenn Bau sie erwischt, kann ich Ihnen Immunität zusichern. Aber dann muss ich mitmachen, richtig? Beim letzten Mal haben Sie mich in einen Selbstmordeinsatz geschickt. Ich habe nicht gesagt, dass Sie mitmachen müssen. Gesagt nicht, aber darum ging es Ihnen letztlich. Ach, Geliebte bei Hanar, weiß ich nicht. Also... Vielleicht ist ja eines dieser vermeintlichen Beine eigentlich ein Penis. Dann gibt's vielleicht irgendwelche abgefahrenen Frauen, die drauf stehen oder so. Vielleicht auch Asari, denn wir haben ja auch schon mal mitgekriegt, die Asari sehen für jede Spezies unterschiedlich aus. Die Frage ist, was muss ich denn jetzt machen? Ich weiß es gar nicht so genau. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber mal sehen, vielleicht wird hier was angezeigt. Wir müssen auch noch zu Bailey gehen, das haben wir auch noch nicht gemacht bisher, ne? Logbuch. So, wo haben wir das denn mit? Proteischer Obelisk, bla bla, Widerstand, Zirkesh, ich weiß gar nicht, welches ist es denn? Ach, hier oben geht's weiter, ah. Hanar Diplomat. Kann ich das denn irgendwie aufschlüsseln? Finden Sie Beweise gegen die Hanar. Ja, super. Das ist ja total aussagekräftig. Das sagt mir gar nichts, dieser Beitrag hier. Ich dachte, man könnte das irgendwie noch so ein bisschen aufschlüsseln und dann mal reinschauen, aber sieht nicht so aus. Okay, irgendwas mit einem Olun soll ich jetzt schauen. Kann ich das ja in dem Terminal machen? Nee, ich glaube nicht. Und ich glaube, als ich das einmal... Ich glaube, als ich das einmal gemacht habe, da bin ich halt erstmal weggegangen und danach wird das Terminal nicht mehr angezeigt als Ziel. So, ich gehe jetzt mal von hier weg, weil es mich gerade unglaublich nervt. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas mit dem Terminal machen muss. Warum wird mir das noch als Ziel angezeigt? Kann ich hier irgendwie... Nee. Ich weiß es nicht. Ich schaue nochmal kurz im Spectre-Büro nach. Vielleicht muss ich ja dort irgendwelche Infos jetzt nochmal untersuchen. Wer weiß. Dieses Gequatsche ist schon unglaublich anstrengend hier. So, und danach müssen wir dann auf jeden Fall noch im Purgatory mal vorbeischauen. Das ist die falsche Abteilung. Ich wollte nicht zu Udina. Udina ist mir egal.
So, nochmal kurz hier in die Konsole. Nee, nichts Neues. Na gut, dann nicht. Jetzt wird mir das Terminal die ganze Zeit als Ziel angezeigt. Muss ich denn an dem Ding noch was machen? Wenn ja, warum geht es jetzt gerade nicht, ist die Frage. Ach. Komm, wir gehen mal bei Bailey rein. Wir haben hier keinen Komplott gegen die Menschen, Miss Al-Jilani. Der Rat gibt im Moment einfach keine Interviews. C-Sicherheit und der Rat verweigern meinen Zuschauern den Zugang. Das hat Folgen. Ich habe auch keine Lust, zwischen Paparazzi und Politikern den Torwächter zu spielen, Lady. Ich bin nicht deren Babysitter und ich halte nicht ihr Händchen. Ich werde da draußen zelten, bis ich vorgelassen werde. Schön. Haben Sie einen Schlafsack dabei? Unsere Lieblingsjournalistin. Raus mit Commander dir. Commander Shepard, Commander, die Menschheit hat Fragen. Tür zu, dankeschön. Scheiß Presse. Sie waren also den Frieden? Ja, ich fühle mich wie ein besserer Türsteher. Für die meisten wäre das ein Aufstieg. Eingepfercht mit all diesen Stockfischen? Ich wäre lieber wieder auf der Straße. Mehr Geld ist ja gut und schön, aber Politik liegt mir nun mal nicht. Wenn das so ist, warum haben Sie dann angenommen? Man weist Ratsherr Udina nicht zurück, Sie vielleicht, aber ich muss hier leben. Ich weiß, Frechheit siegt, aber ich habe mich überhaupt nicht um eine Beförderung bemüht. Keine Ahnung, warum er mich wollte. Und Politiker sind mir sowieso suspekt. Bleiben Sie geschmeidig. Könnte hilfreich sein. Ich mach mir gern wieder die Finger schmutzig. Das mit der Erde ist furchtbar. Finde ich auch. Ich war ewig nicht dort. Vielleicht war's das. Wenn das nicht das Ende ist, sind wir zumindest nah dran. Das hast du gut erkannt. Es regnet nicht, nein, es schüttet. Wirklich so schlimm? Es wird immer angespannter. Die vielen Flüchtlinge und die ganzen Gerüchte über den Krieg. Alle beobachten sich gegenseitig. Wir kommen den Meldungen über verdächtiges Verhalten gar nicht hinterher. Wie sieht die Citadel den kommenden Krieg? Langsam dringen die Berichte ins Bewusstsein ein. Man kann nicht ewig alles verdrängen. Man wacht entweder auf oder man stirbt. Ja. Das einzig Gute, als alle die Ereignisse verleugnet haben, war die Ruhe. Die gibt es jetzt nicht mehr. Jeder verdächtigt plötzlich jeden und meint, er müsse es auch gleich allen erzählen. Passiert hier irgendetwas Wichtiges? Machen Sie Witze? Die Reaper unterdrücken die gesamte Galaxie. Da tagt der Rat praktisch rund um die Uhr. So viele Botschafter und Abgesandte haben hier noch nie ihre Anliegen vorgebracht. Ja, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ist es jetzt besser mit der Einwanderung? Nein, schlimmer. Je mehr die Reaper zerstören, desto mehr Schiffe ersuchen hier um Zuflucht. Uns gehen langsam die Ressourcen aus. Udina hat sie zum Commander gemacht, oder? Ja, und inzwischen ist er eine noch größere Nummer, mit sehr viel Ehrgeiz. Er hat Executor Pellen der Verschwörung verdächtigt und mich ermitteln lassen. Und, was Belastendes gefunden? Genug, um ihn zu verhaften. Pellen leistete Widerstand, ich erschoss ihn und wurde dafür von Udina befördert. Soweit ich das beurteilen kann, löscht ein Commander lediglich andere Brandherde. Executor Pellen kennen wir noch aus dem ersten Teil. Der war aber eigentlich ganz okay, würde ich denken, oder? Also ich finde das ein bisschen kritisch. Und vor allen Dingen auch, er wurde einfach erschossen. Was geht denn hier ab, Mensch? Was ist denn hier los? Naja. Gut, also Udina ist sowieso ein sehr zweifelhafter Charakter, mit dem man, naja, ich glaube, wenn man mit dem eine Weile eingepfercht ist, dann wird man wahnsinnig. Oder wahrscheinlich bringt man ihn irgendwann im Affekt um, nehme ich an. Auf jeden Fall ist er nicht gerade der gemütlichste Charakter, aber ich glaube, er war, wir hatten ja ganz am Ende von Mass Effect 1 damals die Wahl, wen wir nehmen. Ich glaube, er war die günstigere Wahl trotzdem als Anderson, weil Anderson einfach kein Politiker ist. Und hier im dritten Teil, das muss ich auch dazu sagen, ist das letztendlich sowieso egal. Hier wird diese Entscheidung rückgängig gemacht, wenn man sich andersrum entscheidet. Also wenn man Anderson zum Ratsherrn macht, dann ist er das hier nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das im zweiten Teil vielleicht schon ist, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es eigentlich egal, was man im ersten Teil macht.
spätestens im dritten Teil ist es auf jeden Fall so, dass Anderson dann auf der Erde natürlich ist und Udina hier oben im Rat sitzt. Haben Sie Familie da draußen? Irgendwo eine Ex-Frau. Und unseren Sohn, er ist noch auf der Erde. Schlecht. Ach, tut mir leid, Bailey. Ich mach's wie alle. Ich flüchte mich in das, was ich kontrollieren kann. Im Moment halte ich hier die Illusion von Sicherheit aufrecht. Wir haben beide unsere Aufgaben. Gehen wir an die Arbeit. Ja. Danke fürs Gespräch, Shepard. Na klar, ich bin noch immer gern Psychiater für alle hier. Tut mir leid, wenn das jetzt sehr gesprächslastig ist momentan, aber das ist in dem Spiel einfach so, das bleibt nicht aus. Es wird halt von Teil zu Teil nicht weniger. Aber wir werden dafür... Oh nein. Alter. Dafür kann ich versprechen, wenn wir in die Kämpfe dann reingehen, in der Hauptstory, wird es dafür umso epischer. Commander Shepard, Kalisa bin Sinan al-Jilani. Ist es wahr, dass Sie beim Angriff der Reaper auf der Erde waren? Warum sind Sie geflohen, während Millionen auf der Erde sterben? Ist das alles, was wir von der Allianz erwarten können? Ich will Hilfe für die Erde holen. Für alle. Und was ist mit all jenen, die leiden müssen, während Sie mit dem Rat Politik spielen? Wie können Sie hier stehen, während unsere Familien sterben? Was wäre... Kalisa, wir tun alles, was wir können. Bevor die Feeds ausfielen, es gab so viele Tote. Ich halte die Reaper auf oder starbe dabei, aber ich brauche Ihre Hilfe. Stellen Sie weiter unbequeme Fragen. Der Rat darf die Erde nicht vergessen. Mache ich. Danke, Commander. Wir waren nicht immer auf Augenhöhe, aber zum Glück sind sie auf unserer Seite. Das ist die andere Möglichkeit, sie auf Abstand zu halten. Und jetzt haben wir sie als Kriegsaktivposten tatsächlich gewonnen. Wenn wir die böse Tat gewählt hätten, dann hätten wir ihr, glaube ich, ins Gesicht geschlagen. Wenn ich mich nicht irre. So, nee, ich kann nichts mit dem Ding machen. Also, ich weiß nicht, ob jetzt das Quest sich aufgehängt hat oder so. Kann sein. Bin mir nicht sicher. So, auf jeden Fall machen wir uns jetzt mal von ihr weg. Ich kann es langsam nicht mehr ertragen, den Krach. So, dann gehen wir mal in die Bar, würde ich sagen. Ins Purgatory, denn die anderen Orte kennen wir ja jetzt bereits. Halt die Klappe, Avina, bitte. Oh, diese Dauerbeschallung. Die macht mich fertig. So. Und dann jagt ihn so ein Betrüger das Wenige ab, das ihm noch geblieben ist. Ich fasse es nicht, dass wir diesem Mistkerl nicht das Handwerk legen dürfen. Wir sollten trotzdem was gegen ihn unternehmen. Du hast den Commander gehört. Ohne Beweise keine Verhaftung. Das letzte Mal hat sich der Typ wegen Belästigung beschwert, weißt du noch? Wir müssen vorsichtig sein. Mit diesem neuen Trupp lässt sich sowieso nicht viel anfangen. Was sind wir eigentlich? Kaufhausbullen? Wir hätten das Schwein abknallen sollen, als wir die Gelegenheit dazu hatten. Tja, vielleicht kann ich euch ja helfen. Ich meine, ich stehe so ein bisschen über dem Gesetz, wenn man so will, ne? Naja, was soll's. Wird mir dieses blöde Terminal jetzt immer angezeigt? Das ist doch saunervig. Naja, was soll's. Wir schauen uns mal ein bisschen weiter um, was wir hier noch so finden können. Ich weiß, dass es Beschwerden gibt. Wir tun unser Bestes mit dem, was wir haben, aber... Lassen Sie mich ausreden. Unser Energieraster kann nur eine bestimmte Energiemenge verkraften, dann schaltet es sich ab. Und die Backups können wir nicht einsetzen. Nein, die neuen Regeln gelten für die gesamte Citadel. Die Verwaltung weiß, dass diese Sache wichtig für die Moral ist, aber wir dürfen unser Budget nicht überschreiten. Hören Sie, ich werde die Backups nicht anrühren. Beschaffen Sie mir ein besseres Energieraster, dann gebe ich Ihnen eine größere Leitshow. Das sind total wichtige Aufgaben, bei denen wir unbedingt helfen müssen. Wir müssen unbedingt ein besseres Energieraster für die finden, damit die eine bessere Leitshow machen können. Das ist doch klar. Dazu sind wir Spectre geworden. So, rein in die gute Stube. Diese Cerberus-Mistkerle hatten uns im Sack. Arschlöcher! Scheiße, die haben einfach immer weiter angegriffen. Und ich weiß nicht mal mehr, aus welcher Richtung. Was für eine Hölle. Der arme Bilal. Sie hätten ihn nicht auf diese Art ausschalten müssen. Es war brutal. Brutal. Brutal.
Tja, damit wissen wir jetzt eigentlich schon, was mit Bilal passiert ist. Er ist schon tot. Wir können ihm nicht mehr helfen, aber wir werden das Gespräch hier noch ein bisschen weiter verfolgen. Wenn sie nicht gefragt werden, dann reden sie von sich aus hier allein drüber, untereinander. Aber sie scheinen schon ziemlich daran zu knabbern zu haben, wie es mir scheint. So, aber gehen wir doch mal rein und schauen uns ein bisschen um. Hey, bereit für eine ordentliche Party? Hey, Mel! Du hier? Ja, verdammt, ich bin hier. Ich werde in den nächsten 48 Stunden so viel Zeit wie möglich in dieser Bar verbringen. Denselben Gedanken hatten wir auch. Also, die Theke ist da drüben und... Hey, da ist ja der ganze Trupp. Hallo, Jungs. Ja. Wir wollten eigentlich, also praktisch, einen Männerabend. Tja, und jetzt ist eine Frau mit dabei. Gut, verfolgen wir später auch weiter das Gespräch. Es gibt überall ganz viele Gespräche, die über mehrere Runden gehen und diese müssten wir dann weiter verfolgen. Wir schauen erstmal hier weiter noch uns um. Wir kommen hier ja auch nochmal hin zurück. So, bei euch gibt's nichts, dann war das nebenan, glaube ich, an dem Tisch. Oder? Hör doch auf, die Moral ist ja, genau. Die Truppen brauchen etwas, das ihren Kampfgeist zurückbringt. Erinnert sich noch jemand an die Geschichten über das erste Regiment auf Castellus? Sie waren in der Unterzahl und wussten, dass sie sterben würden. Aber sie haben für das Reich weitergekämpft. Genau so eine Einstellung brauchen wir, wenn wir Palavan halten wollen. Und die Verteidigung von Palavan, die liegt uns am Herzen, denn wenn Palavan sicher ist, dann können die Turianer uns weiterhelfen. Und hier haben wir auch James, Hey Commander, schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Loco. Sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie den Marines da? Keine Offiziere, nur die normale kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Sie scheinen mich aber nicht einzuschüchtern. Ich finde, Sie könnten etwas respektvoller sein. Sicher. Aber wir haben gekämpft. Ich habe Sie in Action gesehen. Nichts für ungut. Sie sind wahrscheinlich einer der Besten. Wahrscheinlich? Aber Sie sind nur ein Mensch. Wie ich. Aber die nicht? Nein. Ich weiß noch, wie man sie zum ersten Spectre der Menschen gemacht hat. Ich habe das Video gesehen. Wie wir alle. Aber für die sind sie überlebensgroß. Ich habe ja schon viel gesehen, aber ich bin auch nur ein Soldat. Ich gehöre zu ihnen. Schon. Aber die kennen sie nicht. Sie wissen nur, was ihnen erzählt wurde. Hören Sie. Sie wollen beweisen, dass sie zu uns gehören? Mag sein. Dann geben sie einen aus. Warum eigentlich nicht? Mir gefällt, wie Sie denken, Lieutenant. Compadres! Hey! Der Commander will, dass ihr was trinkt. Auf ihn! Also, auf uns! Wer ist wie wir? Verdammt wenige. Und sie sind alle tot. Es ist mir eine Ehre, Commander. Danke. Aber wir sitzen alle in einem Boot und jeder muss seine Aufgabe erfüllen. Wohl wahr. Prost! Prost. Nicht schlecht, Loco. Ich hatte gehofft, dass Sie den kennen. Danke für die Warnung. Ja, das freut mich. Danke für den Drink. Tja, da haben wir mal eine böse Tat vollführt, aber ich dachte mir, wir schaden ja keinem. Unseren Ruf erhöht es auch noch und unsere Akzeptanz sowieso. Und ich glaube, eine gute Tat gibt's an der Stelle auch gar nicht, die wir hier irgendwie durchführen können. Salut! Jo, Salut, Salat, was auch immer. Wir schauen erstmal die Treppe hoch und zur Aria gehen wir als letztes, würde ich sagen. Das können wir uns noch kurz aufheben. Ich weiß gar nicht, ob es hier oben schon was gibt. Ich glaube, hier gibt's nochmal ein Gespräch anzuhören, oder? Nee, dann erst später. Okay. Ich weiß nicht mehr, wann die Gespräche hier stattfanden. Also es ist auch sehr dynamisch hier. Das wechselt immer mal die Belegschaft. Hier ist jetzt erstmal gar nichts, okay? Na dann, gehen wir zur Aria und schauen uns mal an oder hören uns an, was sie denn zu sagen hat. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind? Ja, und C-Sicherheit hat es schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Schick,
Ich brauche die Asari-Ratsherren. Ich grüße Sie, Arya. Brauchen Sie irgendwas? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Aber natürlich. Erledigt. Kann ich noch etwas tun? Nein. Vielen Dank. Gern geschehen. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Tja, wer bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Natürlich, wer Omega gewohnt ist, der wird natürlich diesen Ort hier sehr verklemmt finden. War sie mal wieder übelst protzerhaft und hat die Ratsherren jetzt erst auftreten lassen. Das hätte sie natürlich auch schon längst vorher machen können. Aber ich muss auch sagen, die Asari-Ratsherren, ne? Wenn es mal um ernste Dinge geht, dann ist sie nicht zu haben, dann duckt sie sich ab. Aber bei so einem Scheiß, da ist sie dabei, ne? Bei Arya hier. Naja, was soll's. Wie hat Cerberus sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Wir merken, Cerberus ist ja ein ganz großer Bösewicht in diesem Teil und die werden überall agieren und werden alles angreifen und wir müssen immer wieder mal gegen sie kämpfen. Und ja, das ist Inhalt von einem DLC, dass wir Omega für Arya zurückerobern von Cerberus. Das werden wir jetzt noch nicht gleich machen, aber wir hören uns natürlich trotzdem schon mal die Geschichte dazu an. Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so. Wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Also will ich Ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Arya? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen Sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Oh, wie generös. Tja, das ist ein interessantes Angebot, das wir schon gebrauchen könnten. Ne? Auch wenn das keine Truppen sind, mit denen man normalerweise zusammenarbeiten will. Aber in dem Falle ist es wahrscheinlich nicht so schlimm, mit denen auf einer Seite zu stehen, denn die wollen natürlich auch leben und deswegen werden die natürlich auch gegen die Reaper kämpfen. Diese Banden sind Abschaum, das ist richtig, aber wir können sie trotzdem gebrauchen. Ich nehme das trotzdem mal. Ein bewaffneter Verbrecher schießt dir immer in den Rücken. Sie haben bereits Waffen. Ich sorge dafür, dass sie auf die Reaper gerichtet sind. Ich will Ihnen nur helfen. Überlegen Sie sich's. Besuchen Sie Narl. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. So, das ist also unsere Aufgabe. Bevor es nach Omega geht und wir dort irgendwas machen müssen, sollten wir erstmal mit den Anführern der einzelnen Söldnergruppierungen sprechen. Weiß ich gar nicht, können wir das denn jetzt schon machen? Wollen wir das denn jetzt schon machen? Wir können das auch einfach später machen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen das jetzt noch nicht sofort unternehmen. Diese Markierung für das Terminal, die nervt mich ohne Ende. Also dieses Quest scheint immer noch buggy zu sein. Willkommen, so, ich würde sagen, Commander Shepard. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Ja, wir haben das jetzt auch noch nicht zur Auswahl, wie es scheint. Oder Docs Wartebereich, ist das Wenn doch Sie das? Wir schauen mal kurz. Ist das in Andock E24. Zieh mal eine an. Unterkünfte für Zivilisten.
Hier waren wir doch noch nicht. Dieser Wartebereich, in dem waren wir noch nicht. Und hier geht's jetzt, glaube ich, weiter mit dem Quest für Kazumi. Bao, Olun leistet für die Hana Lobbyarbeit zur Unterstützung der Kriegsbemühungen. Dann ist er eindeutig nicht indoktriniert. Wer stellt sich gegen ihn? Ein Hana ohne Namen, der kürzlich von KJ hierher versetzt wurde. Ich durchsuche die Transitdaten nach eintreffenden Hana. Letztlich dreht sich alles nur um den Krieg. Und Sie wollen jeden mit hineinziehen. Wäre es Ihnen lieber, wenn die Reaper den Sieg davontragen? Ich würde lieber die Zeit, die mir noch bleibt, mit KJ verbringen. KJ hätte nicht gewollt, dass Sie sich ständig in dieses Ding einstöpseln. Nun, dann hätte er nicht sterben sollen. Das ist ein gemeiner Vorwurf. Okay, ich weiß aber nicht, wo wir jetzt hin müssen, ehrlich gesagt. Diese Markierung, was ist das denn jetzt für ein Pfeil, den ich hier immer mit habe? Sie können Leute nicht abweisen. Ich weiß es nicht. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Lassen Sie sie landen. Ich bezahle auch dafür. Es geht nicht um Geld. Die Bezirke können keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen. Wir haben einfach keinen Platz. Vorhin haben Sie Asari reingelassen. Da hatten wir noch Platz. Wo soll meine Familie denn hin? Ich weiß es nicht, okay? Hier kann sie jedenfalls nicht landen. Du wirst auch für eine weitere Familie noch Platz haben. Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Commander Shepard. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Meine Familie kann also andocken? Commander Shepard hat Ihrer Familie die Freigabe erteilt. Aber Sie sollen sich beeilen. Ich danke, Commander. Vielen Dank. Ich bin mir auch bewusst, was das heißt. Unser Kriegsaktivposten der Citadel, der wird dadurch ein bisschen geschwächt, weil mehr Flüchtlinge natürlich auch bedeuten, dass mehr Ressourcen verbraucht werden. Die dann natürlich im Kampf gegen die Reaper fehlen, aber das müssen wir halt einfach hinnehmen. Wir können doch nicht einfach die Leute hier verrecken lassen vor den Toren. Ich meine, es ist eine Sache, wenn die von den Reapern hingerichtet werden, aber eine andere ist es, sie einfach hier sterben zu lassen, wenn sie schon da sind und wirklich bloß noch die Hilfe benötigen. Das können wir nicht machen.